So, hallo Leute. Also, ich werde mit euch die nächsten Tage, je nachdem, wie ich es schaffe, entweder mache ich mehrere Tage, also mehrere Aufgaben in einem Video, also dass es maximal Dreier gibt, aber möglicherweise tue ich auch die Videos so machen, weil ich habe ja gesehen, manche werden ja ziemlich lang, dass ich jede Mission, also jeden Tag, in einem Video mache, also dann immer dazu schreibe natürlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil wir spielen nicht das klassische Postel, also Montag bis Freitag, wir spielen Amiga in Paradise, also Montag bis Samstag. Das wurde auch von Fans erstellt, die halt nicht unbedingt immer Share the Pain und Apocalypse Weekend separat spielen wollten. Die haben halt einfach sämtliche Videos zusammengefügt. Also Montag bis Freitag und dann Samstag bis Sonntag. Und dadurch kann man hier komplett die ganze Woche durchgehend spielen. 7 Tage. Und wie ihr gerade seht, manche, die das Spiel kennen, also ich gehe jetzt von Leuten aus, die es nicht nur auf Stream kennen und auch auf Stream laden und auf Stream benutzen und auf Stream spielen, sondern ich gehe von Leuten aus, genau wie ich, die Datenträger besitzen. Also das Watchpack. Da war ja hier normalerweise das Hauptmenü, das Vorschau-Menü war ja mit Flammen, mit Leuten, die rumrennen, also ziemlich, wie sagt man, viel Leben, viel Explosion. Und man weiß ja, stürzt gerne mal ab. Und aus dem Grund habe ich mir halt damals dieses alternative Menü hier dazu besorgt, den Mod. Also der verändert das Hauptspiel nicht. Aber er ist halt angenehm. Ich habe jetzt nur mal kurz einen Ton weggemacht, damit es nicht so laut ist. Ich mache jetzt einen kleinen Ton an. Also fragt mich nicht, wie dieser Startscreen hier, dieser Mod heißt. Es gibt da genug andere zur Auswahl. Ich fand ihn halt lustig hier. Also es sieht halt einerseits aus wie eine Schüssel mit Bohnen hier. Und andererseits könnte man halt denken, es ist ein riesen Kessel mit menschlichen Eingeweiden und menschlichen Körperteilen. Ich fand ihn halt angenehmer als diesen Original Startscreen von Postel 2, Amiga Paradise. Furball.
Christ, it's as hot as the devil's rectum in here. When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't by itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. When you're done screwing around, I made a list of errands for you on the fridge. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. Don't put you on a damn list. What the? Ah, stupid dog. Don't let the dog out. Crap. And don't forget my rocky road. Yeah, whatever. Let me guess. I can tell this is going to be an interesting day. Oh, das ist die Karte. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. Ah, there it is. Pick up some milk. Now, where is that? Here it is. Moment. Dazu hatte ich ja schon mehrmals was gesagt, die Karte mit den Aufgaben ist klar. Also ich bin ja nicht der Erste, der Let's Plays zu Postel erstellt, die meisten wissen das ohnehin. Oder haben es vielleicht selber schon mal gespielt. Man hat halt jeden Tag Sachen zu erledigen, also in dem Fall hier beim Montag seinen Check abholen beim ehemaligen Arbeitgeber. Also ich sage als ehemaliger Arbeitgeber, weil man ja dann gekündigt wird. Dann den Check bei der Bank einlösen und dann Milch kaufen. Und natürlich hat man die Wahl. Was die meisten nicht wissen oder nicht glauben wollen, die immer gerne behaupten, solche Spiele sind gewalttätig, solche Spiele sind krank. Man kann es auch friedlich lösen, natürlich macht es weniger Spaß. Ich löse es aber auch mit Gewalt und trotzdem kann ich aber auch Tricks zeigen, die möglich sind, wo die Gewalt zumindest auf ein Minimum reduziert wird. Also ich versuche mal, kann sein, dass ich zwischendurch mal abspeichern muss und dass ich irgendeine Stelle zweimal kurz spielen muss. Ich versuche mal euch sowohl die eine Seite zu zeigen, die üblicherweise eigentlich im Spiel abläuft. Ich versuche euch aber auch alternative Sachen zu zeigen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich gehe davon aus, also ich krieg's hin. Ich kann beides zeigen. Und wie bereits bekannt ist, ich spiele mit Cheats, also ich bin unsterblich, ich habe alle Waffen, ich habe Munition, wenn ich das möchte, ich kann mir Geld machen. Und natürlich verkleide ich mich am liebsten. Ja, hier ist mein Zeigen, hier sieht man es ja, also jetzt bin ich normalerweise noch Zivilist. Ich verkleide mich am liebsten dauerhaft als Polizist, weil das ist halt die bequemste Art zu spielen. Warum, wenn die soweit ich auch erklärt. How convenient. Achtung, jetzt verkleide ich mich. Say, what's this? I am the law. Ja. Jetzt hat sich heute statt meinen Zivilklamotten hat sich hier die Anzeige in Polizeisterne geändert. Also Sheriffsterne. Der Grund ist, warum ich am liebsten als Polizist spiele, einerseits, man wird weniger belästigt. Also von gewalttätigen Mitmenschen. Wenn man selber Gewalt ausübt, wird man nicht gleich von anderen Polizisten belästigt. Also selbst wenn man gesucht wird, wird man nicht sofort irgendwo verhaftet oder irgendwo Bedrängnis gebracht.
Und wenn man wirklich mal gemein und hinterhältig spielen will, ist es halt auch leichter, wenn man als Polizist verkleidet ist, weil die Leute ja nicht gleich schreien, vor allem wegrennen. Die haben dann in der Regel Vertrauen zu jemandem und die wissen ja nicht, dass man ihnen weit was tun will. Also es macht schon Spaß, auf eine gemeine, hinterhältige Art, also schwarzen Humor muss man schon mitbringen, auf eine gemeine, hinterhältige Weise. Es macht schon Spaß, die Leute als Polizist zu täuschen. Es funktioniert natürlich nicht bei allen. Es gibt Leute, die ignorieren, ob ich als Polizist angezogen bin oder nicht. Der Code für die Waffen ist, soweit ich mich erinnern kann, Armory. Also die standardmäßigen Waffen im Spiel. Fascinating. Ja. Und der Code für Munition ist Ammo-War. This is gonna be sweet. Die standardmäßigen Waffen muss ich nicht alle nochmal vorstellen. Ich benutze in der Regel die, also wenn ich Standardwaffen benutze, ich von Scharfschützengewehr die Schalldämpferversion. Die hier. Aber das ist halt, Moment, ich soll mir mal kurz die Zeitung ein hier von heute, von Montag. Man, what these game developers won't do for a buck. At least it's educational. Ich gehe mal kurz zum Nachbarhaus rüber, da hört man mich besser hier. Es sind immer die Vogelgeräusche und sowas zu hören. Halt, die Kriegpfeife kann ich noch mitnehmen hier. Ja. Brauche ich zwar nicht, aber ist egal. Gehen wir kurz hier rein. Ich benutze am liebsten hier die Standard Schalldämpfer Scharfschützengewehr Version, weil wie gesagt, das ist eine effektive Waffe, also Kreuzdurchziehfernrohr für Gegner, die weiter weg sind. Macht aber auch Spaß, normaler für einen Gegner ganz nah zuzulaufen, also ihm einfach so einen Lauf vors Gesicht zu halten, vor den Kopf zu halten und abzudrücken. Und das Gute ist ja durch den Schalldämpfer, es ist relativ lautlos, also wenn nicht irgendwo die Leiche auf der Straße rumliegt, kriegt das in der Regel kaum einer mit. Also es werden weniger Leute aufmerksam, dass man gerade jemanden irgendwo heimlich getötet hat. Warum hatte ich auch erklärt? Wie zum Beispiel Dienstag, man soll ein Autogramm von Gary Coleman erhalten. Da gibt es die Möglichkeit, das auf normalem Weg zu erhalten, sich anzustellen. Da gibt es die Möglichkeit, das Autogramm möglicherweise zu finden auf einen Stapel. Und da gibt es die Möglichkeit, jemanden, der bereits ein Autogramm sich geholt hat, also die Leute einfach beobachten, zu verfolgen. Und an irgendeiner Stelle, wo er gerade nicht, also wo andere das nicht mitbekommen, ihn heimlich zu töten hier leise mit dem Ding und ihm das Autogramm abzunehmen. Also man hat zwar getötet, man hat zwar Gewalt begangen, um seine Aufgabe zu erledigen, aber man hat halt wirklich nur einen umgebracht. Man muss nicht ein riesen Gemetzel anrichten. Ich habe noch andere Webmods hier, die Waffen von Eternal Damnation kann man benutzen und andere Mods, also Webmods. Aber hier der Standard-Scharfschützen-Schalldämpfer-Version-Gewehr ist mir eigentlich immer noch die liebste Waffe. Gerade durch die Schalldämpfer-Variante hier. Relativ lautlos. So, Sekunde. Auch wenn ich bereits unsterblich bin, ich ziehe mir noch als Spaß eine Schutzweste an. Also natürlich eine effektivere als die hier. Die hätte eine 100, ich ziehe mir die an mit 200 hier, also künstlich, mit Sheets. Die stärkste, die im Spiel vorhanden ist hier, Schutzweste 200. Das ist Block My S hier, der Cheatcode. But sauce. Das sieht man so, ja, ich sehe jetzt. Und ich mache mir noch natürlich ein bisschen Geld, damit ich nicht hier erstmal mühsam mehr Geld zusammensuchen muss. Das ist Shoes for Jesus. Also Juden für Jesus. Dann hätte ich jetzt 500. Ne, habe ich mich vertippt. If you say so. Da habe ich jetzt einmal 500. Wenn ich es wiederhole, habe ich jeweils immer nochmal 500. So, that's what that does. So, jetzt habe ich eigentlich die Cheats, die ich für gewöhnlich benutze, außer Fliegen oder Schweben.
aber brauche ich hier wahrscheinlich eher weniger, weil ich will ein normales Let's Play mit euch spielen. Moment, ich gucke mein Geld nach. Das wollte ich nicht. Ich wollte mein Geld nachgucken. Ja, jetzt habe ich 1000 Dollar, also jetzt habe ich bereits mit 1000 Dollar an. Und natürlich speichere ich, falls jetzt irgendwo ein Absturz passiert, dass ich nicht nochmal alles von vorne erzähle. Also hätte ich ohnehin nicht von vorne nochmal erzählt, aber es muss halt nicht nochmal von vorne dann gestartet werden. Und ich nehme natürlich, also hier sieht man ja, ich habe es schon dreimal durch, also ich habe schon x-mal durch, aber ich habe es halt dreimal jetzt gespeichert. Spielstände, ich tue natürlich einen neuen Spielplatz, also einen leeren Speicherplatz nehmen. So, gut. Hier hätte ich halt normale Sachen gefunden, traue ich ja wie gesagt nicht. Es sei denn, na, ich dachte eigentlich, ich habe alle Waffen. Geh mal weg. So, tut er jetzt nochmal die Waffen einsammeln. Ich habe mir doch die Waffen bereits künstlich verschafft. Das verstehe ich jetzt, wer will. Das meine ich. Ich habe die jetzt gerade getötet, aber er draußen hat es gar nicht mitgekriegt hier. Mein Nachbar. Jetzt hat er es natürlich mitgekriegt, weil ich habe ja vor seinen Augen die Dings getötet, die Freundin von ihm. Und hier, das hatte ich ja erklärt. Hier kann man halt die Fernseher kurzzeitig ausschießen. Hier ist es schwarz. Jetzt dauert es ein paar Sekunden, da kommt das Bild wieder, aber Kris. Typischer Vorführeffekt, also jetzt, genau. Also man kann nur vorzeitig ausschießen, man kann nicht dauerhaft gedrückt machen. Hey, I hope nobody is taping this. Wechselt immer die Waffen, will ich da gar nicht. Hier war normalerweise ein Fenster hier bei der Schnauze. Hier war normalerweise ein Fenster bei der bei Share the Pain, dem Mod Tropic, den ich benutze. Da war es schön hier, den Typen, der die den Schnaps verkauft, hier durchs Fenster von hinten hinterrücks zu erschießen. Und jetzt muss ich halt reingehen. Hier ist er doch. Also sein Geld habe ich geklaut, seine Crackpfeife habe ich geklaut, sein Fuselteil, den er verkauft, brauche ich nicht. Und hier steht normalerweise jetzt jemand anderes, der mit ihm zusammenarbeitet. Oder es kommt erst am Dienstag. Jeder überwacht normalerweise das Geld hier.
Also hier hätte ich mir auch Geld verschaffen können und noch hat keiner den Raum gestürmt, obwohl ich den Typen gerade umgelegt habe. Also wenn ich da draußen die Leute ignoriert hätte, es hat gar keiner mitgekriegt. Also die Waffe hier ist wunderbar hier. Schalt einfach. Und ich bin halt als Polizist verkleidet, ich werde ohnehin weniger behelligt. Hab ja eben gesehen, ich lege direkt vor anderen Polizisten Leute um. Die verstehen gar nicht warum. Und lassen mich erstmal in Ruhe und versuchen erstmal hier mit anderen Leuten irgendwo die Sache zu klären. Ja, wo ist Ihre Kollegin hier? Normalerweise sind es immer zwei. Ach ja. Hola. Gut, also, was machen wir als erstes? Ich überlege gerade. Weil hier ist ja egal, also. Wir müssen ja keine Reihenfolge beachten mit den Aufgaben. Ach, ich gucke nochmal alle durch. Also hier ist noch zu. Bis Dienstag. Oder bis Donnerstag sogar. Mach sein Fenster kaputt und er hört es gar nicht. Nichts Wertvolles. Das wissen wir ja, Autos können explodieren, wenn man drauf schießt. Gibt zu viele Explosionen, kann das Spiel abstürzen. Also ich versuche eigentlich hier Explosionen von Autos zu vermeiden. Geld brauche ich nicht. Donuts brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich sammle halt alles ein. Macht halt irgendwo Spaß rumzulaufen wie hier, auch wenn ich keine Hunde als Freunde benutze, Sachen einzusammeln. Also mit den Hundekuchen hier hätte ich jetzt eben den Hund da draußen zum Freund machen können, aber muss ich ja nicht. Jetzt habe ich die Wahl, hier lang zu gehen. Komme ich zum Supermarkt, angenommen ich mache die Milch zuerst. Oder hier hoch zu gehen und dann erst rüber ins andere Level. Also hier komme ich direkt ins andere Level. Da oben muss ich erst, ich zeig's mal. Wenn ich hier hochlaufe, müsste ich erst bis davor, da. Moment. Würde ich hier zum anderen Level kommen, also zum Supermarkt. Wenn ich da unten den Weg nehme, bin ich direkt also schon im anderen Level, wo der Supermarkt ist. So, hier haben wir eigentlich alles, bin ich der Meinung. Ja, denk schon. Supermarkt, also Milch zuerst. Hey, I hope nobody is taping this. Move along. Somebody.
to see here. Someone stole my donuts. Now you're all gonna pay. Ist halt weniger brutal, also ist klar, Blut ist auch, aber es sind halt keine Kopfschüsse und man hat es ja gesehen, also in der Regel werden die Leute komplett überrascht. Und wenn man nicht allzu weit weg ist, kann man in der Regel auch ohne Zielfernrohr die Leute bequem, also hier im verletzlichen Bereich erwischen, also Kopf. Da fallen sie in der Regel beim ersten Schuss, wenn man ansonsten kriegen sollte. Hier mit der noch auf dem Boden rum und sind halt noch verletzt. Müssen wir halt nochmal Knautenschutz geben. Also wie gesagt, ich nehme das Scharfschützengewehr am liebsten. Man hat ja gesehen, hier die meisten Leute bekommen gar nicht mit. Es sei denn, direkt vor ihren Augen hier wird jemand erschossen. Und hier manchmal erwischt man sogar zwei, drei hier. Drei. Die KI ist halt etwas dümmlich. Also bis die KI hier rafft, dass ich ein Massaker angerichtet habe, bis die Leute wirklich mal in Angst und Panik geraten. Das dauert schon seine Zeit. Someone stole my donuts. And now you're all gonna pay. Na, hier war doch noch einer eben. Ach da. Hier hätte ich auch was gefunden, also Weste, Sturmgewehr. Keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. To see here. Hier war doch einer beim Baum eben. Wissen auch manche Leute nicht, hier Geldautomaten entweder schießen oder treten. Ja, extra Geld. God, what's that awful stench? Here. Take this with you.
befreundeter Kassierer, also eigentlich wollte ich den nicht, aber ich erzähle, glaube ich, dazu. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. Also normalerweise wollte ich zeigen, wie man bezahlt, ohne den Kassierer töten zu müssen, also sich ihren Weg aus dem Supermarkt wieder freikämpfen. Kann ich aber auch, wenn der Kassierer tot ist. Ansonsten zeige ich erst diese, was ich jetzt gemacht habe. Also jetzt die Milch holen ist klar, jetzt habe ich den Kassierer getötet. Hey, I hope nobody is taping this. Jetzt könnte ich ja meine Milch holen ohne den Kassierer, also dass ich ihn getötet habe. Die zweite Möglichkeit ist wirklich, die Milch legal zu bezahlen. Also friedlich. Und die dritte Möglichkeit ist, die Milch zu nehmen. Moment. Die dritte Möglichkeit ist, die Milch zu nehmen. Und hier unter dieser Palette kann man treten, kann man schießen, kann man zerstören. Ist ein Geheimgang. Benutzt man den, ich habe es jetzt schon in zwei anderen Videos gezeigt, kommt man bei der Bibliothek wieder raus. Die Bibliothek ist das Gebäude hier unten. Moment. Also ich habe sie noch nicht genommen, die Milch ist noch hier. Also Version 1, gewalttätig ist klar, also jetzt die Typen mal ignorieren, nur den Kassierer töten. Option Nummer 2, Milch nehmen, da hinten diesen Geheimgang benutzen. Der führt Sekunde. I hope nobody is taping this. Dieser Geheimgang führt nach hier. Da kann man schon irgendwas erkennen, grob. Ah, sieht man es nicht so gut. Also hier wird er mal wieder rauskommen. Bibliothek hier. Und die dritte ist halt, die Milch ganz normal bezahlen. Nothing to see here. I hope nobody is taping this. Officer down. Sekunde, geht klar weiter. Nothing to see here. Donuts, and now you're all gonna pay. Mal kurz was gucken, was ich immer wieder erwähnt habe, Teen Sniper. Nein, also am Dienstag treffe ich hier jemanden.
Gut, also Leichen sind nicht verschwunden, aber man sieht sie ja hier. Das wäre der Supermarktkassierer gewesen, Habib, der mit dem roten Hemd. Also wie gesagt, es gibt drei Varianten. Die Milch legal bezahlen, die zweite den Kassierer töten, einfach die Milch klauen, die dritte die Milch klauen, da hinten den Gang benutzen. Jetzt zeige ich das mit dem Gang, weil wie gesagt, wenn ich jetzt die Milch nehme und rausgehe, ist ja die Aufgabe erledigt, da kann ich sie nicht nochmal mit dem Gang zeigen. Also wir hätten den töten können, hätten hier ganz normal wieder vorne rausspazieren können. Wir hätten bezahlen können, hätten ganz normal wieder vorne rausspazieren können. Und jetzt zeige ich halt die dritte Variante. Too easy. Also normalerweise hätte ich die Milch genommen, wäre geflüchtet. Na, geh mal zu, dass hier etwas leiser ist. Wären nur die beiden runtergekommen, hätte ich nur die beiden schnell erledigen müssen. Oder ich hätte ganz schnell die Palette hier mit dem Fußtritt oder mit dem Schuss beschädigen müssen und klar runterhüpfen müssen. Dann hätte ich überhaupt niemanden töten müssen. Weder den Kassierer noch die beiden. Jetzt habe ich ja schon Gemetzel angerichtet, jetzt ist egal. Bevor ich den Gang nehme, gucke ich nochmal da oben mit euch um. Kann ja sein, dass Leute noch nie da oben die Räume... Also die noch nie Spiel gespielt haben. Das sind aber auch Gegner hier, wie die hier. Diese Moslem-Terroristenweiber. Ja, da kommt schon der Erste. Hier nochmal beste Wettmal jetzt gefunden. Hier geht's nicht rüber ins Nebenarm. Also wir müssen den Flur weiter. Komm, gehen wir den Flur weiter, kommen noch drei andere. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so gemeint, dass ich sie noch leben lasse, während ich sie schon angeschossen habe. Also ich will sie wenigstens erlösen. Someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. Hier ist auch Geld. Nehmen wir natürlich. Was zu essen? Also hier oben bin ich jetzt nur mit euch hin. Shit. Hier oben bin ich jetzt nur mit euch hin, für die Leute, die es noch nicht kennen. Normalerweise hätte ich das hier oben mehr als sparen können. Jetzt kommt mir nochmal jemand entgegen, wenn ich hier die Treppe runterlaufe. Also hinterher. Das ist auch manchmal so ein... Ich sag mal, Bug im Spiel. Moment, ich versuche mal hier durchzukriechen. Nee, kann ich nicht. Also ich komme nicht an der vorbei hier am Körper. Dass die Leute, wenn sie sterben, hier mitten in der Luft irgendwo hängen bleiben hier. Also wenn sie noch nicht ganz tot sind. Muss man erst halt die Leiche, also den Körper komplett nochmal drauf schießen, dass der Körper weg ist. Also Kassierer töten, rausgehen ohne zu bezahlen. Ganz egal bezahlen, Kassierer leben lassen oder Geheimgang. Drei Varianten, um die Milch zu holen. Ach. Geheimgang normalerweise ohne den Kassierer zu töten, also friedlich. Milch klauen, schnell hier runterspringen, also da oben das Ding wegmachen, hier runterhüpfen, abhauen. Kommt man drüben bei der Bibliothek wieder raus. Medipack. I feel better already. Hier runterfallen lassen. Gibt natürlich, wenn man nicht cheatet, vom Leben ein bisschen Abzug. Aber wie gesagt, wir hätten ja eh was gefunden. Ow. Ich sehe gerade, ich bin gar nicht hier unsterblich hier. I definitely need more of that. Ich habe die ganze Zeit
Ich habe die ganze Zeit so gespielt, als ob ich unsterblich bin. Dabei bin ich noch gar nicht unsterblich. Ich habe meinen Unsterblichkeits-Cheat vergessen. Gut, dass ich es jetzt gemerkt habe. This is gonna be sweet. Ist mir jetzt aufgefallen, der hat ja die Medipacks genommen. Also ich war gar nicht unsterblich. Ich habe die ganze Zeit mein Leben riskiert, um hier sinnlos ein Gemetzel anzurichten. Also zum Glück war ich schnell genug effektiv, dass ich gar nicht getötet werden konnte, weil die Leute komplett überrumpelt waren. Hier hatte ich schon was dazu gesagt. Na, wo sind sie? Hier. Höllenhunde gefährlich, Killerhunde. Kann man auch schwer töten mit Schusswaffen. Also man hat die Wahl, hier kann man schlecht drüber kriechen. Hier auch. Naja, bei Shared Pain war hier noch ein Sims. Also das verstehe ich jetzt nicht. Moment, ich gehe mal weg wegen den Hunden. Da ist der, also hier die Leiter. Da ist der Ausgang, was ich erzählt habe. Man kommt mit an der Bibliothek raus. Und bei Shared Pain, also Montag bis Freitag, 5 Tage, der hier jetzt an der Seite in Sims, an dem man sich vorsichtig lang balanciert darüber begeben kann und kann den natürlich da zur Leiter für den Ausgang erreichen. Weil die Hunde da unten, da haben wir ja keine Chance, hier wenn man versucht, von hier bis darüber zu hüpfen und von da bis da. Die Hunde, also man fällt da runter, die Hunde, man kommt ja nie wieder raus. Und hier ist aber auch kein Sims. Jetzt muss ich es wirklich selber mal testen. Schusswaffen funktionieren nicht, aber das hier funktioniert, also Hieb- und Stichwaffen. Ich habe auch was dazu gelernt. Also Schusswaffen funktionieren nicht bei den Hunden. Angenommen, ich würde jetzt hier runterhüpfen, könnte ich jetzt hier hochklettern. Aber normalerweise schafft es da keiner, von hier bis nach da zu springen, wenn hier kein Sims links und rechts ist. Also ohne Cheat, ohne Fliegen, ohne Schweben. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich war der Meinung hier, der Ausgang ist auch für Leute, die nicht cheaten, zu erreichen. Also ich bin jetzt geflogen, ich bin jetzt nicht gesprungen. Gut, also wie gesagt, hier kommt man wieder raus, hier Bibliothek, wo wir Dienste rein müssen. Buch zurückgeben. Also gibt es nur die Möglichkeit mit dem Geheimgang, wenn man cheatet. Weil da kann man nicht irgendwo ohne Cheat, ohne Fliegen darüber springen. Die Höllenhunde werden einen erreichen. Oder die Milch zu bezahlen oder den Kassierer zu töten und die Milch halt zu klauen, also zum Eingang rauszugehen. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, hier das kann man generell benutzen, auch ohne Cheat. Also hier den Geheimgang. Ich hole jetzt mal einen Check-up hier beim ehemaligen Arbeitgeber, also wo ich jetzt gleich gekündigt werde.
lasst mich kurz überlegen, ob es der Tunnel ist oder in, eins daneben. Also ob ich erst hier rein muss und dann der Tunnel oder ob es direkt der Tunnel ist. Warte, ich glaube, ich sehe es schon. Ja, also hier erkenne ich es schon hier. Ist korrekt. Also da muss ich hin hier. Hier das Gary Coleman-Schild ist eine gute Orientierungshilfe. Ja, jetzt wollte ich noch was zeigen, aber kann ich ja am nächsten Tag nochmal zeigen. Ist mir gerade eingefallen, aber da war es schon zu spät. Hier gibt es die Möglichkeit, da lang zu laufen. Ja, kennt man ja, hier war mal eine Treppe. Möglicherweise findet man da hinten noch was. Ja, hier hätte man Sachen gefunden, also wenn man nicht cheatet. Waffen, Medipacks, eine Weste. Hier wieder hoch. Und hier halt weiter. Und jetzt halt den anderen Weg, also oben lang. Der Hund lässt mich kommen. Ich wollte gerade sagen, der Hund lässt mich komischerweise in Ruhe, aber er hat ja schon geknurrt, also war doch aggressiv. Aber ich sagte, die Katze hier. Also der Hund hat Hunger. Ich sag, die Polizistin den Hund, das meine ich. Also jetzt. Moment, ich bin mal hier aus dem Polizeiauto. Jetzt drehen die alle durch und fangen Streit an, nur weil der Hund die Katze gesucht hat. Also es wäre bequemer gewesen, da unten lang zu laufen, als hier lang zu laufen. Wenn man nicht unsterblich ist, weil jetzt wird man ja automatisch hier irgendwo in Streit verwickelt. Weil die halt wieder hier durchdrehen. Also man kann es gewaltfrei spielen, aber man wird ja ständig irgendwo angegriffen, provoziert. Also man ist ja teilweise gezwungen, Gewalt auszuüben. Und das macht natürlich mehr Spaß, wenn man es gewalttätig spielt. Hier erstmal die Typen weg. Das ist auch lustig, ich habe es alle umgelegt. Man hört trotzdem noch hier das Protestieren. Und der Grund, warum ich das gerade gemacht habe, ist, wenn ich jetzt klar meinen Check hole, drehen die ja durch und stürmen das Gebäude, so sind schon mal weniger Leute. So würden die alle noch mit das Gebäude stürmen, die jetzt da draußen protestiert haben. Also das Gebäude war trotzdem gestürmt, aber die paar sind schon mal weniger jetzt, die ich gerade mir aus dem Weg geräumt habe. Ich mache jetzt mit Absicht Ärger, weil ich weiß ja, dass ich gleich gekündigt werde und ich kann ja meinen Checker holen, ohne dass ich meinen ehemaligen Chef brauche als Hilfe. Oder hier seinen Assistenten, Mike Jay. Hier wäre normalerweise mein ehemaliger Chef hier. Tut mir leid, du bist gefeuert, da liegt dein Check. Hier würde mein Check jetzt liegen, aber wie gesagt, ich brauche den ja nicht. Also ich weiß ja jetzt, dass die kleines Gebäude stürmen. Ich kann ja die Typen ja alleine vom Hals schaffen. Deswegen habe ich meinen ehemaligen Chef umgelegt, weil der hätte mich eh klar gefeuert. Wenn man schnell ist, kann man auch seinen Check nehmen. Man muss ja dann danach zur Bank, wenn man seinen Check geholt hat. Seinen letzten Gehaltscheck, wenn man entlassen wurde. Check schnell nehmen.
hier runter, wo ich gerade bin, wo ich den Typen gerade da vorne erschossen habe, und hier flüchten. Und da flüchte ich nämlich hier vor. Moment, ich zeig's euch. Hier. Hier ist der nächste, hier, die 3 Tonnen kann man sich merken als Orientierungshilfe. Hier ist der nächste Levelübergang. Also ich könnte jetzt kämpfen, wenn ich meinen Check hole, wenn die Leute das Gebäude stürmen. Ich könnte aber auch schnell meinen Check nehmen, könnte gleich nach hier flüchten. Also hinten raus. Hier, das ist mein Check. And done. Das sieht man, da liegen sie rum hier. Die sind schon mal weniger. Who's with me? Come on, everyone, follow me. Moment. Where are you going, sissy? Oh yeah, big. Come on, shit. Fight like a man. Shit. Oh yeah, big. Where are you going, sissy? Come on, fight like a man. Where are you going, sissy? I'm hit. Ich habe mir gerade eine Zigarette gemacht, deswegen war ich gerade, dass ich nicht die Hände frei hatte. Hier erst mich angreifen und dann auf einmal holen wie ein Mädchen. Das haben wir gern. Also jetzt könnte ich immer noch nach hinten flüchten. Da komme ich aber nicht zur Bank. Da komme ich zum Einkaufszentrum, zur Kirche, zum Güterbahnhof. Also gehe ich vor, weil das sind noch mehr von denen hier. Someone stole my donuts. Now you're all gonna pay. Hey, I hope nobody is taping this. Hier sind noch welche. Na, Moment. Nicht der ideale Standpunkt, also der ideale Standstelle, wo man die erwischen kann. Nothing to see here. So, Sekunde, lass mich kurz überlegen, Bank. Ja, ich weiß es. Also ich muss gerade nicht auf die Karte gucken. Someone stole my donuts. Ah. Das wollte ich eigentlich verhindern hier. Das wollte ich eigentlich vermeiden hier, das alles explodieren, weil da gibt es öfters mal einen Absturz vom Spiel. Aber leider ist die Kugel. Ach, wer macht denn hier schon wieder Krach? Yeah.
Ja, da ist die Kugel bei dem Typen durch den Kopf durch, also hinter ihm ins Auto. Ne? Die habe ich auch erwischt. Und dadurch ist die Autos explodiert. Also ein Auto hat die anderen Autos explodieren lassen. Es macht Spaß, es sieht spektakulär aus. Versucht es zu vermeiden, weil unabhängig vom System, das Spiel stürzt gerne ab dadurch, durch Explosion. Nur der Explosion, wo sie sein müssen, ansonsten Explosion vermeiden, auch wenn es schön aussieht. Hey, I hope nobody's safe on this. Zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen. Gut, also hier ist nichts Wertvolles. Wer macht denn hier mal mit dem Elektroschocker? Ich höre doch mal hier das Geräusch vom Elektroschocker hier. Auch hier. Ne, doch nicht. Ja doch, hier, der Bulle. Du, lass mal den Hund hier in Ruhe, der hat ja nicht getan. Spitz wurde runter. Hey, I hope nobody is taping this. Warum gehen die auf den Hund los? Der hat überhaupt nicht gemacht. Ja, ist ja gut, lass mich in Ruhe, ich lass dich auch in Ruhe. Ich hab dir gerade 3, 4 Typen vom Holz gehalten. Du hast nichts gesehen. Du hast sowieso nichts gesehen. Die Katze hätte ich jetzt erschießen können, aber wie gesagt, muss man nicht. Man kann sie einsammeln, kann sie als Schalldämpfer benutzen für die Schrotflinte oder für Sturmgewehr. Ich brauche die Katzen bitte als Schalldämpfer. Noch muss ich sie sinnlos erschießen. Also ich erschieße auch ab und zu mal genau wie Hunde, aber. Vorsicht, da hinten ist ein Auto. Hier. Ich hätte ihn jetzt im einen hätte das Auto hier getroffen, wo ich auf den gezielt habe. Also auch wieder Ding, wo man hätte wo das Auto hätte explodieren können. Geld? Ne, Munition. Also ich brauch's nicht, ich dachte, das ist Geld. Geld brauche ich zwar auch nicht, aber ich nehm's halt. Will gar nicht hier die Bierbullen nehmen. Oder? Ja. War immer das Rumgeschrei. Nothing to see here. Oh, wer schreit denn da? Ja, der. Vorsicht, hier Bullenauto nicht treffen, den Typen nur. Die wollen nämlich, dass das Auto explodiert, deswegen rennen die alle hier vom Auto rum. Wahrscheinlich rufen oben welche. Haben wir ja gesehen, da hinten, die hat Geld verloren. Hey, I hope nobody is taping this. What
Da hinten hat man ja gesehen, die Tür war offen, also drin erlebt noch jemand. Voila. So, also Bank. Wie schön Friedrich, sag ich. Hey, I hope nobody is taping this. Wie schön friedlich, still und leise das jetzt ist hier. Keiner mehr, der rumschreit, keiner mehr, der in Panik gerät. Ach, ich genieße diese Ruhe. Ach ja. I think I'll need to keep an eye out for these folks. They're definitely hazardous to my health. Also, jetzt fange ich nicht mit der neuen Streit an hier. Das Level habe ich ja schon mal komplett fast alle gekillt. Oder ich gehe davon aus, alle gekillt. Jetzt gehe ich einen direkten Weg zum Bank und dann zeige ich auch nochmal zwei Varianten, die man machen kann. Habe ich auch die Wahl, da lang oder da lang. Es kommt das Gleiche raus. Also ist kein Weg wirklich kürzer. Warte den Automaten hier. Entschuldigt. Wartet bitte den Automaten. Gut. I hope nobody is taping this. Nothing to see here. Na, wo ist der Kleine hier? Der Kleine hat auch immer Geld. Also egal. Nehmen wir den. Feierabend. Hätten wir jetzt auch durch das Gebäude durchgekonnt hier. Halt. Nicht was durcheinander. Ah ja. Ne, komm mal wieder auf Toilette raus. Ja. Someone stole my donuts. Now you're all gonna pay. Da vorne sind wir reingekommen hier. Da sind wir reingekommen. Hätten wir jetzt hier das Gebäude durchgekonnt. Wir haben jetzt auch auf den Weg hier unten geraten. Also hier, wenn wir hier, hier den Weg benutzen, hier werden wir jetzt auch hier auf den Weg jetzt kommen. Also wir können hier runterlaufen, wir können vorne rumlaufen, es kommt das Gleiche raus. Augenzeugen aus dem Weg schaffen. Mach Platz. Hier, wenn man dreimal davor tritt, fällt die Bretter runter. Manchmal ist hier auch noch was zu finden. Hier, manchmal findet man hier noch was. Man hätte aber auch von hier reingekommen. Also, Sekunde. Na, geht zu. Also hier wäre die Tür nicht vernagelt gewesen. Man hätte hier die Tür ganz normal öffnen können. Oder man tut halt die Tür öffnen, also dreimal davor treten, ne? Ja, ich komme gleich zu dir. Dreimal davor treten, hier, dass die Bretter abfallen und dann die Tür. Ja, der geht mir auf den Sack mit seiner Feuerei hier. So, jetzt schreist du nicht mehr. Achso, ich wollte den Weg ja hier runterlaufen. Also da hinten können wir runtergehen, hier können wir runtergehen. Moment, die will ich mir noch schnappen. I hope nobody is taking this. Und die beiden ja auch. Ja, wenn ich weg. Krieg ich sowieso. Schnauze. So, haben wir alle, ne? Fenster müssen wir auch nicht ganz lassen. Wer tut es, braucht keine Fensterscheiben mehr. Someone
stole my donuts. Now you're all gonna pay. Move along. Der da hinten freut sich, hast du gesehen? Jetzt nicht mehr. Ja, auch nicht mehr. So, haben wir alles weggeräumt, ja. Ja, auch. Gut. Tut mir leid, also ich wollte es nochmal zeigen, also man kann auch Katzen noch schießen. Aber das ist ja bekannt. Schnauze. So, hier ist noch einer. Weg. Oh, Entschuldigung. Ihr habt ja eben was mitgekriegt hier. Hat ganz vergessen, Entschuldigung. Der Dirty Perf Mod, also die haben keine Unterwäsche an hier. Someone stole my donuts. Now you're all gonna pay. Na. Du denkst aber, wenn du Haken schlägst wie ein Kanickel, dann kommst du mir auch nicht. I hope nobody is taping this. So, jetzt dürfen wir sie alle abgeräumt haben. Ja, hier ist noch einer. Alles mir, alles meins. Ich meine, die beklagen mich eh wieder am Mittwoch hier bei der Brauerei, aber was soll's. Also hier geht es zur Elefantenfarm oder zur Polizeirevier hier und hier zur Bank. So, und es gibt zwei Möglichkeiten, sich in der Bank anzustellen. Es dauert. Gewalt auszuüben, also einfach den Tresor zu stören, sich seinen Weg frei zu kämpfen. Oder Nummer 3, hier rein. Also von da sind wir gekommen, dieses Schild hier. Hier runter. Das Ding hier wegschieben, also hier daneben, dann geht's weg. Also es muss erst offen sein hier. Eine Crackpfeife. Das wäre ich bald hier. Hier, das Ding wäre bald umgefallen mit mir hier. Ja, wäre auch egal gewesen. Ich hätte also nur anders da hochkommen können. Was war denn das los? Wieso hat das so gewackelt? Ah, jetzt. Habe ich noch nie erlebt, dass das Ding mitten umfällt. Ja gut, normalerweise klettere ich nicht da hoch. Ich mache heute Crackpfeifen nicht unbedingt. Ah, jetzt ist es auch noch genau vor der Tür. Moment. Weg, 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 weg. Hi. Hi there. Deswegen ist die Waffe schön. Der hat noch gar nicht gerafft, dass ich gerade hier die Leute umgelegt habe, weil es halt zu leise war. Also ich mag dieses Gewehr absolut hier. Also die hätte jetzt auch hier, hier steht es nicht, draußen steht es, die hätte jetzt auch Krickpfeifen hier verkauft. Hier legt man nicht im Weg rum.
versteht sie. Nur einerseits, warum sollst du leben lassen, andererseits, warum sollst du bezahlen? Obwohl, wenn du sie erschießt, liegen ja auch keine Kleckpfeifen kostenlos. Also es kommt das Gleiche raus. Someone stole my donuts, and now you're all gonna pay. Hier, wie gesagt, Autos können explodieren, vorsichtig sein. Das Game stürzt gerne mal ab dabei. Eingesammelt, also nicht erschossen. Keine Augenzeugen hinterlassen. Selbe in grün hier automatisch. Also wie beim Supermarkt. Also, ich habe die Wahl, mich hier einzustellen. Man sieht's. Wenn ich, Moment, vielleicht klappt's. Ja, ich dachte, die stellen sich auch an. Wenn ich Glück habe, kann ich mehrere mit einem Schuss erwischen hier. Jetzt müsste ich mich nicht mehr einstellen, aber jetzt bedient sie mich nicht. Ja. Also, jetzt habe ich zwar mir die Schlange gespart, aber ich werde nicht bedient. Hi there. Die hätte mir eine Zeitung von heute verkauft hier. Brauche ich nicht. Du schneidest da rum hier. Ja, wer hat dich jetzt bedient? Nein, also das nützt gar nichts hier, sich die Schlange aus dem Weg zu schaffen. Warte, der hat Geld. Also Version 1 funktioniert nicht. Man hat die Wahl, sich anzustellen oder halt die Leute in der Schlange wegzumachen. Wird man nicht bedient. Variante 2, Moment, ich zeig's gleich. Hier ist der Tresor. Ja. Brauche ich nicht, aber wie gesagt, ich sammle sinnlos. Hier war Geld, aber noch nicht das endgültige Geld. Also nur ein kleiner Bonus. Variante 2, Tresor überfallen. Hier, also einfach reinstürmen, einfach klauen. Oder, was ich eben gezeigt hatte, hier, Buchregal geht weg. Variante 3, also eigentlich die gewaltlose Variante, hier hinter, schnell den Tresor ausrauben, Geld nehmen, Buchregal wegschieben, hier runter, hier hinter, und hier wieder rauskriechen, wo wir vorher die Klappe entfernt haben. Hier hat man noch Waffen gefunden, Munition gefunden, also nichts, was ich gebrauchen kann, aber andere halt, die nicht schießen.
Jetzt ist das Ding hier natürlich zu. Also es geht nur, wenn man aus dem Raum das Regal wegschiebt, danach geht es wieder nach einem zu. Also ich muss jetzt nochmal in die Bank. Es sei denn, ich würde durchschweben. Aber ist ja egal. Ich wollte eh alle drei Möglichkeiten zeigen. Außerdem vielleicht, wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es hier wieder neue Opfer. Entschuldigt, wenn ich gerade nicht so amüsiert klinge. Ist ja nicht das erste Video, was ich heute mache. Also ich habe ja schon geredet. Jetzt muss er aufpassen, die Autos. Also nicht, dass ich aussehe, wenn ich die erschieße, hier die Autos treffe. Dass die alle explodieren. Hier ist manchmal noch was zu finden. Er hat da eine Waffe. Ich brauche sie nicht, aber andere vielleicht. Tech Viper. Gut. Also die bedient mich immer noch nicht, oder? Bedient sie mich? Nein, also. Ich werde nicht bedient. Kann ich sie auch ignorieren. Jetzt klaue ich natürlich nicht nur das, jetzt klaue ich auch noch Geld, wenn ich hier irgendwo welches rumliegen sehe. Also das ist mein Hauptding, was ich klauen kann hier. Moment, jetzt geht klar der Alarm an, wenn ich hier den Tresorraum betrete. Und hier liegt natürlich noch anderes Geld, also das nehme ich natürlich auch noch. Na, wieso geht es noch gar nicht? Also wahrscheinlich erst, wenn ich meinen Sack hier nehme. Normalerweise kenne ich es so, sobald ich den Raum hier betrete, wird der Alarm ausgelöst. Mission accomplished with extreme prejudice. Time to head home. Also, ich war jetzt gerade nicht so schnell, weil ich meine Zigarette gestopft habe in der Zeit. Oh, Mensch. Alter, mal dein Maul. Ich habe mir gerade eine Kippe gestopft, wo der Alarm ausgelöst worden ist, also wo das kleine Filmchen abgespielt worden ist. Jetzt habe ich mir einen Weg halt freigekämpft, jetzt könnte ich mir einen Weg auch vorne bis zum Ausgang nochmal freikämpfen. Ich hätte aber auch hier diese Variante mit dem Bücherregal nehmen, machen können, also Sack schnell nehmen, hier rausflüchten. Hier hingehen, dass das Ding sich öffnet und da unten durch die Öffnung flüchten. Jetzt bin ich ja schon durchgekrochen. Ich musste ja nochmal zum Haupteingang rein, also jetzt habt ihr ja gesehen, wo ich da rauskomme, das was ich vorher gezeigt hatte. Also jetzt kann ich halt die anderen Bullen töten, jetzt ist es wurscht. Ne, nur die eine. Ich dachte, kommt noch mehr. Klasse. Ich dachte, hier kommen mindestens noch 10, 20 Bullen. Ah, hier ist noch eine. Ruhe.
Hier steht dann öfters mal einer oben hier. Also später, die restlichen Wochentage. Also dem ist man ohnehin hier mit dem Scharfschützengewehr, mit dem Schalter, mit dem Zielfernrohr ausschalten. Es sei denn, wir springen hier an der Leiter hoch, also springen hoch und klettern und erledigen ihn da oben von nahen. Gut, das wäre der Montag. Hier habe ich alles. Ja. Da ist noch ein Bulle. Hier auf dem Ding steht auch gerne mal einer oben drauf. Also heute wahrscheinlich nicht, die nächsten Tage. Hier steht gerne mal einer. Und manchmal finden wir auch hier auf den Dächern oder hier finden wir auch nützliche Dinge. Wisst ihr ja selber. Also echte Fans. Alte Fans. Did you go by work? Yeah, apparently I'm on sabbatical or something. Well, good. Maybe you can get a few more things done for me. I'm gonna do a few things to you. What was that? Nothing, dear. Enjoy your milk. Dienstag jetzt. It's been a while since I've confessed. Hope I can remember everything. Let's see. Oh yeah, like I'll ever find that. Oh yeah, I gotta get that petition signed. Good thing I'm a people person. Guess I could do that anywhere. Stupid library book, bitch can't even read. Now where is that? Ooh, Gary's in town. I used to love what's happening. Let's see. Ah. I guess this crap ain't gonna get done by itself. So, Moment, also kurze Pause. Das war der Montag eben, jetzt hat der Dienstag begonnen. Jetzt mache ich einen kurzen Schnitt und dann mache ich das nächste Video weiter. Okay?